Mein Beruf ist Behindertenbetreuer und ich begleite Menschen in der Tageswerkstätte und unterstütze sie da in ihrem Tun. Ich arbeite in einer Werkstatt und da ist es mir einfach wichtig zu schauen, was braucht da jeder, also dass er gefordert ist. Ich bin Betreuer in der WG 1, das ist eine Schwerpunkt-WG, das heißt wir haben sehr intensive Betreuung, sehr spannend. Ich arbeite im Bereich Wohnen, das heißt Betreuung für die Bewohner quasi in ihrer Freizeitphase. Das Hauptziel ist, dass die Klienten die Arbeit selbstständig verrichten und werden von uns angeleitet. Ich habe als Koch aufgehört, habe dann eine Umschulung gemacht zum Pfleger und mir wurde da eine geringfügige Beschäftigung angeboten. Jetzt bin ich mittlerweile seit 9 Jahren dabei und bin immer noch da. Ich habe sehr spät eigentlich mit meiner Ausbildung begonnen, war vorher 35 Jahre in der Bank, in der Revision und habe dann mit der Ausbildung in der SOB begonnen. Ich habe Sprachwissenschaft studiert, ich war sogar in der Forschung, bin von der Forschung, von der wissenschaftlichen Forschung zu Caritas gekommen, also ungefähr eine 180-Grad-Wendung von reiner Computerarbeit, Literaturrecherche und Ähnliches zu Arbeit mit Menschen. Jeder Arbeitstag ist ein Lerntag, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, im Moment sein. Einfach so im Hier und Jetzt und alles, was vorher und nachher ist, zählt eigentlich nicht. Also ich glaube, es ist wichtig, Momente zuzulassen, wo sich die Bewohner dann selbstständig entfalten können. Für mich ist sehr spannend diese emotionale Ehrlichkeit unserer Klienten. Und das Spannende ist auch, die Klienten sozusagen zu motivieren. Und Motivation bedeutet gesteigerter Selbstwert und das heißt höhere Lebenszufriedenheit. Um im Behindertenbereich zu arbeiten, würde ich sagen, braucht man Geduld und die Offenheit gegenüber anderen Menschen. Wenn mich jemand fragt, wo er bei der Caritas arbeiten soll, dann sage ich sofort ja. Es ist total familiär, so flexibel. Egal von welcher Leitung oder von welcher Ebene diese Person kommt, man fühlt sich immer auf Augenhöhe. Ich finde wirklich, es gibt sehr tolle Weiterbildungsangebote. Und ich habe wirklich so das Gefühl, dass es der Caritas wichtig ist, so modern und am Puls der Zeit zu bleiben. Ich für mich bin noch nie so gern in die Arbeit gegangen wie jetzt in Unterenalp.